Herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Heute habe ich eine ganz witzige Errungenschaft für euch, nämlich ganz ohne ein Essen. Hier geht es darum, sich von einer Wache gestohlene Kleidung abnehmen zu lassen. Das heißt, ich brauche natürlich ein Kleidungsstück, was ich gestohlen habe. Das habe ich bereits in meinem Inventar. Ich habe unten im Text auch verlinkt eine gute Stelle, wo ihr schnell und gut was stehlen könnt. Und zwar habe ich hier einmal die leeren Stoffbeinkleider, die ich jetzt anlege. Das geht ganz einfach mit einem Doppelklick und schon trage ich dieses geklaute Kleidungsstück. So, um mir das von einer Wache abnehmen zu lassen, muss ich natürlich irgendwas Verbotenes tun, um ein Kopfgeld zu bekommen. Und das geht natürlich am einfachsten, wenn ich etwas stehle und dabei erwischt werde. Das heißt also hier... So, zack, bumm, ich bin dabei erwischt worden. Ich bin eine Diebin, ja, eine ganz böse. Die Wache hat das jetzt nicht gesehen, aber sobald ich jetzt Richtung Wache gehe, wird sie mich natürlich ansprechen. Und das ist natürlich wichtig zu wissen, wenn ich jetzt das Kopfgeld begleiche, sind alle gestohlenen Gegenstände, die ich im Inventar noch habe, weg. Die werden mir mit abgenommen. So, das heißt, ich komme jetzt hier nicht vorbei, zack, er redet jetzt mit mir und sagt, er möchte jetzt das Kopfgeld haben. Ich habe jetzt die Möglichkeit natürlich zu flüchten, das möchte ich nicht. Herausreden, wenn ich das schon freigeschaltet habe, habe ich noch nicht, aber nein, ich möchte ja zahlen. Und damit hat die Gute mir jetzt auch meine Hose geklaut. Wir kennen uns noch gar nicht und die geht mir an die Wäsche. Aber jetzt habe ich auch diese Errungenschaft ganz ohne ein Essen schnell und witzig erledigt. Das war's schon dazu. Ich wünsche euch noch weiter super viel Spaß bei Elder Scrolls Online. Freue mich natürlich auch über ein Follow oder ein Like und sage Tschüss bis zum nächsten Video.